Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Neuer Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die sogenannte Kohlekommission hat ihre Stellungnahme veröffentlicht, der Bundesregierung übergeben. Am heutigen Abend soll es dazu auch eine Sitzung im Bundeskanzleramt geben. Die Fraktion der FDP hat diese Aktuelle Stunde beantragt, damit über diese weitreichende Frage auch im Parlament debattiert werden kann. Denn das hier ist der Ort auch für die Entscheidungen, die danach demokratisch legitimiert getroffen werden müssen. Das kann man nicht delegieren. Das ist ja ein Ausweis einer bestimmten Regierungspraxis, Entscheidungen in Kommissionen zu verlagern und deren Ergebnisse dann als Gesetz hinzunehmen. Gerade in diesem Fall darf das nicht passieren. Wir haben Respekt vor all denjenigen, die in der Kommission gearbeitet haben und viel Zeit investieren mussten. Aber es war eine Regierungskommission. Das heißt, die Regierung selbst hat die Expertinnen und Experten, die Betroffenen ausgewählt, die danach vorgelegt haben, was denn das Ergebnis sein soll. Wir hier im Parlament wollen das auch in der Öffentlichkeit debattieren. Wir wollen dann andere Fragen zusätzlich erörtert wissen, mit Experten in öffentlicher Sitzung. Wie ist es mit der Versorgungssicherheit? Wie ist es mit den Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Wie ist es mit der Entwicklung der Strompreise? Denn in dieser Regierungskommission waren viele präsent. Aber diejenigen, die das alles bezahlen mussten, die hatten in der Kommission keine Lobby. Wir möchten dann auch wissen, welche Alternativen es gegeben hätte. Es wird ja jetzt hier gesagt, es sei der Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen worden. Das ist eine Falschmeldung. Der Ausstieg aus der Kohle war vorher schon beschlossen worden, viele Jahre vorher schon, nämlich mit der Einführung des europäischen CO2-Zertifikatehandels. Im vergangenen Jahr ist der Entwicklungspfad noch einmal beschleunigt worden durch die Veränderung des Emissionshandels in Europa. Was hier beschlossen werden soll, wenn es nach der Kommission geht, ist etwas ganz anderes. Beschlossen werden soll ein anderer Weg zum schon vorher bekannten Ziel. Es soll ein neuer Weg beschritten werden, nämlich nicht mehr die indirekte Steuerung über Markt und Preis, sondern der direkte Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit, Planwirtschaft und Bürokratismus. Das ist der andere Weg, der beschlossen werden soll. Und ja, wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie doch einfach an, was Expertinnen und Experten dazu sagen. Ich nehme wahr, dass die deutsche Energiewirtschaft sich öffentlich nicht beschwert. Fällt Ihnen das auch auf? Die deutsche Energiewirtschaft beschwert sich nicht. Am Montag hatte ich aber Ottmar Edenhöfer in meinem Beruf zu Gast vom Potsdam-Institut. Und der warnt vor den Ergebnissen jetzt, weil sie eben nicht klimaschonend sind. Und was sagt das aus? Die Energiewirtschaft beschwert sich nicht, Klimaforscher aus Potsdam beschweren sich. Das zeigt mir nur eins. Es ist eine Lösung, die gefunden werden soll, die teuer ist, aber fürs Klima unwirksam. Das kann doch nur die Konsequenz sein. Sprechen Sie doch mit dem Potsdam-Institut mal, meine Damen und Herren von den Grünen, wenn Sie es nicht glauben. Und ich weiß schon, was jetzt kommt. Wir werden jetzt schneller aus der Kohle aussteigen, auf einer planwirtschaftlichen Basis. Und in den 20er Jahren werden überall jetzt vielleicht sogar öffentlich gefördert Gaskraftwerke entstehen. Und im Jahr 2030 führen wir das ganze Spiel nochmal auf. Und dann geht es über die vom Steuerzahler subventionierte Beendigung der Gasverstromung in Deutschland. Besser wäre es, wir wären einen anderen Weg gegangen, den übrigens Herr Edenhofer und andere auch empfehlen, nämlich CO2 einen Preis zu geben über alle Sektoren, die wir koppeln, um den Innovationsmotor Marktwirtschaft anzuschmeißen, an der Stelle jeweils CO2 einzusparen, wo es am günstigsten ist. Das wäre ein Weg gewesen,
Das wäre ein Weg gewesen, das wollen Sie doch nicht. Bündnis 90 Die Grünen sind diejenigen in diesem Haus, die das überhaupt gar nicht wollen. Denn Ihnen geht es ja nicht nur um die CO2-Einsparung. Ihnen geht es in Wahrheit darum, Ihre Vorstellungen von Leben und Arbeiten und Wirtschaften durchzusetzen. Und da ist oft der Klimaschutz nur ein Instrument und nicht das Ziel. Wir wollen einen CO2-Preis, ein marktwirtschaftliches Instrument. Wir wollen ein marktwirtschaftliches europäisches Instrument. Denn Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Bezahlbarkeit von Energie sind drei gleichberechtigte Ziele. Leider wird die Große Koalition wohl einen Weg beschreiten, nur einseitig ein Ziel in den Blick zu nehmen. Und das ist für den Standort Deutschland von Nachteil. Vielen Dank. Für die Bundesregierung ergreift jetzt das Wort der parlamentarische Staatssekretär Oliver Wittke.